Willkommen zum neuen Schwurs Video. Ich war jetzt hier nach 4 Stunden Streamzeit, habe ich hier noch mal ein bisschen die Welt erkundet, habe ein Mesa-Biom noch und so entdeckt und ich habe hier im Stream sehr viel gemacht und dazu gibt es jetzt erstmal eine lange XXL-Timelapse. Also würde ich sagen, Timelapse go! Ich bin jetzt wieder da und ihr habt jetzt die Timer zu sehen. Die ging relativ lange, also abzubauen. Hat nicht lange gedauert, überhaupt nicht lang. Ich kann euch nochmal das Bild zeigen, wie es dann aussah. Okay. Ich habe Items angesammelt, brauche ich nicht. Hier
habe jetzt alles hier ausgefüllt. Das werden wir noch weitermachen. Hier noch eine Maschine gebaut. Da haben wir dann im Leon SKs Ofen weitergemacht, dass wir dann hier mehr Items brennen können, beziehungsweise Stein. Dann haben wurden wir dann sogar noch über Level 60 im Stream. Aber ich bin dann gestorben. Wo ich das hier gebaut habe. Ja. Das hier ist ein Apparat. Den habe ich mir gerade selbst überlegt, mal ganz schnell. Hier. Das ist eine riesige Baustelle. Die ganze Wolle, wo hier produziert wird, über die Kisten, hier wird dann mit Trichtern hier reingetan. Ich habe keinen Trichter mehr. Naja. Da wird nämlich den ganzen hier mit Trichtern hier reingesorgt und alle hier reingepresst. Sage ich jetzt mal. Dann kommen alle hier unterirdisch da rüber in dieses Apparat da unten hier. Hört es schon knattert. Macht keinen Serverlex. Wenig. Okay, es leckt nicht. Hier haben wir noch ein Gerät. Das macht sogar auch was. Wenn nämlich dieser Spender, der hat genau 3 Stacks und. Okay, von vorher waren es 53 Wolle. Und dann noch hier ein Komparator. Der misst. Der wiegt hier. Also wie so eine Waage. Der misst hier, wie viel Wolle da drin ist. Und bei so viel geht die Redstone-Leitung nicht weiter, weil er nichts für ein großes Redstone-Signal hat. Hier ist es beispielsweise hier bei Stärke 9. Hier ist immer noch Stärke 9. Und dann hier, also 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Aber hier ist es aus, also 0. Ne? Und würde dann noch eine Wolle mehr drin sein. Oder ein Item, egal, irgendein Item. Bisher halt, ich muss es dann auch verbessern. Aber Wolle da mehr drin sein, dann würde dieser Kolben hochgehen. Dieses Ding hier. Schaut sich dieses Ding hier an. Hier. Die sehen, schauen sich beide an, weil die beide ein Block-Update machen, weil die beide dieses hier eine andere Textur bekommen, hier beispielsweise dieses rote Ding hier da angehen. Hier neben mir. Da machen die beide ein Update. Und das machen die dann Redstone-Signal. Die machen dann den Spender da oben. Wartet, hier. Aktivieren den Spender. Der knallt die Wolle hier in den Wasseraufzug. Der Wasseraufzug fährt nach oben und lässt es in die Trichter. Und da hinten sind Kisten, wo alle dann voll gemacht werden. In der mittleren fängt es an und dann immer so weiter. Die hier. Hier. Die hier machen was mit Auswurfblöcken. Weil ich habe es nämlich hier gemacht, dass bei einem Block kann ja Redstone leiten. Und da sonst würde nämlich dann diese. Ich habe nämlich hier einen Block gemacht. Ich habe es mit Absicht so gemacht. Weil sonst würde nämlich dann dieser Kolben andauernd hochgehen. Da wird meine ganze Wolle da drin verschließen und das komplette System kaputt machen. Darum habe ich sie mit einem Abstand gemacht. Weil der kann leiten und der leitet es dann weiter, aber weiter kann es da der nicht leiten, weil hier ne, Stromstärke 2 dann rauskommt, beziehungsweise 15, aber das kann nur 2 Blöcke weit leiten. Mit Redstone das würde es natürlich anders sein. Und ja, da habe ich hier das einfach mal gemacht. Nach dem Stream, leider. Und ja, habe ich hier jetzt auf jeden Fall gemacht, aber ich wollte. Hab sie nämlich hier erst noch weiter zumachen müssen, weit dicker machen, dass sonst nämlich die Items hier nach draußen fallen würden. Das, und da könnten auch Spieler sonst einsammeln. Ich habe es hier gemacht, dass die Spieler es dann nicht in der Ecken einsammeln können. Beziehungsweise, ja, funktioniert es nicht. Und wir haben hier einen Wolle-Zuflichter, cool. Jetzt können wir nämlich einfach mal hier reinwerfen. In Hopper, jetzt müssen wir schnell sein. Wie sie hören da, jetzt gleich kommt die Wolle hier an, warten. Habe ich es gesehen? Jetzt kommt gleich. Es wird jetzt alles rausgeschossen nach oben. In den Spender. Und der Komparator. Ah, stimmt. Okay, der hat schon rausgeschossen. Da müsste es eigentlich rausschießen. Da kommt es nämlich hier oben. Da wird es in die Kisten eingelagert. Ich kann mir jetzt mal schnell hier aus der Wolle ein bisschen. Also aus der Wolle fahren Wolle mehr raus. Da war heute alles leer. Und dann tun wir das einfach mal. Ja, weil wir es können. Ja. Wurde mal sehr viel Wolle produziert. Und die wird hier dann alles hier voll gemacht. Ja. So.
es kommt dann alles jetzt gleich hier an. Jetzt müssen wir warten. Ja, hier kam Dings. Es wird natürlich alles weitergeleitet. Hört man? Aha, da knittert, zackert, rattelt irgendwas. Dieser Kolben geht nämlich dann hier hoch. Hier aktiviert das Signal und lässt dann hier die Wolle durch diesen Wasseraufzug da reinschicken. Mehr Technik ist. Das ist eigentlich gar nicht Serverlag, okay. Und hier ist einfach alles voll, weil alle diese ganzen vier Stacks und so alles hier über die ganzen Dings laufen. Die laufen jetzt hier in diesen Apparat rein. Es wird dann alles, ja, es wird dann alles da oben einsortiert. Das ist dann fertig. Aber Leute, um dieses Ding soll sich jetzt nicht weiter kümmern. Wir wollten nämlich eigentlich, wenn Leon SK auf den Server joint oder sagt, ob er diese Schatzkarte noch hat, weil wir hatten mal eine Schatzkarte hier in Star Wars. Habe ich nicht verbrannt. Ich verbrenne keinen Items. Außerdem kann ich hier nichts verbrennen. Ich auch nicht. Ich habe die Leon SK gegeben. Auf jeden Fall müsste man hier irgendwo noch eine Schatzkarte haben. Aber wenn nicht, ist auch nicht weiter schlimm, weil ich glaube, ich habe mir eventuell sogar noch diesen Platz gemerkt. Also, wohin ich in die Gruppe nicht. Meine Stimme ist heute komplett im Eimer, ich sag's euch. Also ich flieg mal in die Richtung, weil da hinten ging es irgendwie lang und ja. Sagen wir uns nach einem kleinen K. Das hier stieg, sieht mir nochmal stark nach gegraben aus. Hier wurde safe gegraben. Hier müsste es irgendwo sein. Oh, hier ist nur Kupfer und so. Hier muss es sein, ich sag's euch. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen graben und vielleicht finden wir es hier. Also ganz ehrlich, ich habe irgendwie langsam keine Lust mehr abzubauen. Also hier müsste es irgendwas sein. Also ich sag euch, es müsste 100% die Insel sein. Es ist 100% nach abgebaut. Leute, also versteht mich jetzt bitte nicht falsch, aber ich habe jetzt ein bisschen weiter abgebaut. Hust hier. Und ganz ehrlich, ich habe ganz vergessen, das ist ja einfach den ganz schlauen, normalen Modding-Move gibt. Einfach so Mods ausnutzen, um alles hinzubekommen, was normalerweise zu dämlich wäre. Ja, auf jeden Fall habe ich vielleicht eine Theorie gefunden, wie man das machen könnte. Ich könnte mich nämlich einfach in eine Fledermaus verwandeln, könnte mit der Kamera in den Block rein, dann müsste es theoretisch gar nicht auch funktionieren, oder? Und? Der Bug kommt noch. Zurück. So ganz vorsichtig. Aha. Geht in Höhen ganz ehrlich besser. Aha. Habt ihr es gerade gesehen? Ich bin nicht dumm, oder? Oh. Ich hätte nicht in die F5-Perspektive wechseln können. Ich bin nicht so viel. Aha. Also ich sehe nur eine Cave, eine Spinne und mehr nicht. Ja, Leute, es hat irgendwie jetzt nicht funktioniert. Ich glaube, wir gehen einfach wieder zurück. Ja, Leute, ich habe zwar gesagt, wir machen nichts mit Redstone heute. Und das ist Sand. Das können wir dann zu Glas machen in unserer Ofenanlage, sagen wir mal. Das tun wir am besten. Ich habe letztens hier Kisten aufgebaut. Man sieht schon wieder, wie voll die sind, ne Leute? Und hi, solche Borg. Hallo? So, damit kann ich dann unsere Notizen reinschreiben. Cool. Habe ich dann hier mein Notizbuch. Und dann kann ich mal das alles dann wegbringen. Beziehungsweise alles dann schmelzen lassen. Zack. Och nö, jetzt muss ich warten. Zack. Das ist repariert. Und hier rein. Übrigens, hier schaut man, Leute. Oh. Muss ich nicht erzählen, weil sonst merkt es wieder mein Base.
Ich habe hier mein Notizbuch geschrieben, Leon SK schuldet nämlich 50 Gunpowder. Immer noch. Weil ich mal dafür Gunpowder gegeben habe, dass er dafür die TNT craften kann. Zack. Mist, ich bin. Ich wollte eigentlich meinen Pick verzaubern. Beziehungsweise reparieren. Oh. Okay. Alles gut. So Leute, an dieser Stelle würde ich auch sagen, wir haben es eigentlich auch einiges geschafft. An diese würde ich euch sagen, das war's im Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich nehme jetzt hier schon wieder den zweiten Tag auf. Ich nehme andauernd und zwei Tage für die Videos auf. Also schon wieder sehr viel Arbeit hier reingesteckt. Und ich würde ja jetzt sagen, lasst eine positive Bewertung da, abonniert den Kanal. Und dann würde ich auch schon wieder sagen, ciao Leute.